Normalerweise nutze ich den Sonntag, um mich auszuruhen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber nicht heute, denn heute geht es zu einem Videodreh für ein Tattoo-Studio und ich nehme dich mit. Videodrehen nichts vergisst, empfehle ich da einfach und ganz simpel auf dem Papier oder in Evernote oder in Trello oder wo es euch bequemer ist, einfach solche Listen zu machen. Und ihr seht hier, ich habe da eine ganz einfache Liste mit allen Sachen und dann Punkt für Punkt abhaken, damit man wirklich nichts vergisst, wenn man dann vor Ort da ist und nicht blöd dasteht. Juhu! Hi! Hallo! Zwei? Ja, grüß dich! Jawohl. Okay. Also, sind wir heute. Wenn du es gewusst hättest, hättest du dich fein gemacht. Wenn du das gewusst hättest, hättest du dich fein gemacht. Ja, klar, logisch. Heute sind wir hier im Lichtblick-Studio in Konstanz. Hier. Und es ist ein Videodreh für Tattoo Air. Dürfen wir aber noch nicht verraten, was das ist. Heute aber was ganz, ganz Cooles. Schaut mal an. Schau mal. Das ist ein sexy Anzug. Hallo. Schon alles abgedunkelt. Die Musik schreit. Und ich leg mal los und wir sehen uns später. Also, bist du bereit? 3, 2, 1, los geht's. Dauer. Muss halbwegs gut werden, super perfekt, weil das immer gut. Die Mädels? Ich hab meins. Mittagspause, oder? Und? Schon Abendessen. Ich werde es bereuen, aber da kann man ja nicht Nein sagen, oder? Bei so einem Videodrehen kann auch mal was schief laufen. Jetzt wurde etwas vergessen. Jetzt müssen wir das noch nachdrucken. Und jetzt sitzen alle und warten, bis einer fertig wird. Deswegen immer gut vorausplanen. So, hallo. Sag mal, wie spät haben wir es? 9 Uhr. Jetzt sind wir fertig endlich hier. Wann haben wir angefangen? Um 2? Mhm. Oh. Von 2, das ist der Sonntag gewesen. Fertig? Ja. Ja. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich den ganzen Sonntag hier im Studio gewesen bin und
Ja, die meisten würden sich denken, einen Sonntag irgendwo noch arbeiten, da chill ich lieber zu Hause und mach nichts. Es ist so, dass wenn es Spaß macht, fühlt es sich überhaupt nicht wie Arbeit an. Ich fühle, ich bin heute gewachsen. Ich habe heute wieder ein paar Sachen dazugelernt. Und ich habe es echt genossen, meinen Sonntag sozusagen zu opfern und besser zu werden. Und das ist so eine Sache, das verstehen die meisten gar nicht. Aber ehrlich, wenn man das macht, was man liebt, fühlt sich es wirklich nicht wie Arbeit an. Manchmal ja, aber generell nein. Hunting eyes. It's nice to be. So, und jetzt haben wir kurz vor eins. Ich habe jetzt diesen Vlog geschnitten. Lasse ich ihn uploaden und ab ins Bettchen. Morgen um 5:45 wieder aufstehen. Bis morgen, kreative Welt.